Urban Vibes. Spielen, weil die Kabel. Die Kabel, das Schäufelchen, das können wir auch einfach so vor uns hinlegen. Also wir müssen das nicht die ganze Zeit halten, sondern wir legen das so hin. Genau, das ist jetzt ein bisschen knapp. Warte mal, da habe ich ja eh noch mehr Kabel. Das geht auch so auf. Wunderbar. So, jetzt geht's gut, gell? Geht noch mehr sogar. Hey, das ist voll das coole Setup, Tündel. Ich bin stolz auf mich. Ich bin auch stolz an dich. Danke. Alright. Also, das ist nochmal ein Tontest. Ja. Hallo, hallo. Das sieht alles gut aus. Und dann können wir schon loslegen. Hallo, hallo. Hallo, hallo. Tünde, du siehst super aus mit deinem Zuckerschäufelchen in der Hand. Also, du pass nur auf, dass du nicht dein schönes Make-up verdeckst. Weil sonst hast du immer die Zuckerschaufel so im Mund. Die Mikrofone sind stark kalibriert sozusagen und man hört uns gut, weil wir sind im Café Ritter, im traditionellen Kaffeehaus. Hier wird Schach gespielt am Nachbartisch. Die Jungs sind sehr vertieft in ihre Partie und wir sind sehr vertieft in unseren heutigen Podcasten. Urban Vibes heißt der Podcast und heißt also Real Talk. Real Talk, ja. Du bekommst nur Real Talk von mir. Ich bekomme es gibt keinen anderen Weg. Es gibt nur Wahrheiten hier jetzt. Es gibt nur Tünde. Wahrheiten, ja, genau. Tünde, erzähl ein bisschen über dich. Also du bist ja studierte Flötistin. Ja. Hast du dein Studium eigentlich abgeschlossen? Ja, ich habe beide abgeschlossen. Beide, also ich habe Konzertfach und Master. Und Pädagogik. Wahnsinn. Ja. IGP. IGP. IGP habe ich nur Bachelor. Von Konzertfach habe ich auch ein Master. Ja. Im Konzertfach hast du sogar einen Master gemacht. Das heißt, du hast wie lange studiert? Wann ja, ewig. Ewig. Ja? Ewig. Ich glaube. Ich habe ewig studiert. Also, wann warst du fertig? Ich war im Oktober 2018 fertig. 2018? Yes. Ja. Ich war 2017 fertig. Wirklich? Ja. Dann bekam es eigentlich die Metamorphose sozusagen von einer Flötistin zu Sängerin. Achso, und dann hast du dich verwandelt quasi. Ja, genau. Also, weil du jetzt nicht mehr so aktiv Flötistin bist oder weil du auch das mit dem Konzertmaster, also Konzertflötistin ist jetzt nicht dein Weg gewesen, oder wie? Es ist mein Weg gewesen einige Zeit und dann ist mir fad geworden mit der klassischen Musik, ja. Und, aber hast du auch so im Orchester gespielt? Ja, natürlich. Ich war oft auch mit Orchestern unterwegs. Ich war oft in China. Tour. Das war die beste Zeit meines Lebens. Wirklich? Und ich habe immer davon geträumt, dass dass ich so eine Tour erlebe mit meiner eigenen Musik, mit meiner Popmusik und so. Ich weiß nicht, ob man meine Musik Popmusik bezeichnen kann. Schon vielleicht. Ja, es ja, wenn ich die Lieder weißt, so schreibe, die haben so ein bisschen einen bluesigen Unterton. Ja. Verstehe. Weil das hast du aber nicht gehört. Vielleicht noch nicht. Ja, noch nicht. Noch genau. Nicht. Ich muss genauer hinhören. Aber es kommt was. Aha. Im September. Aha. genau. Ich verlinke ja die Songs dann auch unter dem Postkasten. Dann kann man direkt dort auch dich finden und anhören, deine Singles. 5 Singles, glaube ich, sind jetzt auf Spotify momentan. Ich glaube ja. Momentan. Ich habe mir alle möglichen angehört. Danke. Die sind wirklich toll. Normalerweise kennt man die auch, aber das muss ich reparieren. Normal kann man jetzt hier noch mit deinem Handy das hier anschließen und dann quasi auch direkt in den Postkasten einspielen, aber momentan geht das irgendwie. Das kannst du schneiden. Das geht. Ah, schau, bei deinem Handy würde das gehen. Wir könnten es probieren, wenn du mal dein Spotify raussuchst, dann können wir versuchen, dass wir direkt mal einen Song uns anhören, wenn du Lust hast. Wir können machen alles, was du willst. Ja, ja, ich bin bereit. Schau, deswegen, ich habe ja extra das Mischpult am Start. Das heißt, warte, welcher Song war so cool, den ich heute Morgen gehört habe?
Also du hast zwei Wahlen. Nummer Everlasting Love oder Take Me Out. Oder, weißt du was, Nobody Knows, das ist ein Trap. Okay. Und das hat einen zweiten Preis gewonnen auf dem International Songwriters Competition in 2019. Aha, hier in Wien. Nein, das war International. Okay. Das war eine da ja, konntest du dich anmelden, da haben sich 20.000 Songs angemeldet. Wahnsinn. Und ich glaube, das war R&B Hip-Hop-Kategorie, habe ich zweiten Preis. Also Nobody Knows und Feel No Pain sind so meine gerade Favoriten. Wirklich, ja. Wirklich. Also Feel No Pain, Feel No Pain ist sehr cool, oder? Ich fantastisch. Kannst du den mal raussuchen? Ja. Dann hören wir uns den mal an, damit die Leute auch wissen. Nein, aber nicht akustisch. Was? Nee. Nicht akustisch. Nee, hier. Wunderbar. Mit dem Kabel, schau, das stecken wir da ein und dann sollte das schon klappen. Ich hoffe, ich habe genug Adapter bzw. das richtige Kabel. Muss ich schauen. Genau. Da-dum. Jetzt habe ich gerade heute all diese Kabel in der Hand. Jetzt sind sie schon wieder irgendwo. Man braucht so viele Adapter und Zeug. Ne, das brauchen wir nicht. So, du bist schon bereit. Das ist sehr gut. Also du hast mal eingesteckt. Eine Werbung schalten auf Instagram. Ja, doch. Ja, also das ist wirklich eigentlich erstaunlich, oder? Dass das so gut funktioniert hat. Jetzt bin ich mal gespannt, läuft das? I feel no pain.
Ja, da sind wir wieder. Tünde, Jakab. Das war der Song. Hallo Marco. Welcher Song war das jetzt? I feel you. Bist du Marco oder Marcos? Marcos. Marcos. Feel no, no pain haben wir jetzt gehört, gell? Feel no pain. Feel no pain. Pain in the ass. ja, Musik produzieren ist so ein Pain in the ass, oder? Es ist echt nicht lustig. Ja, das kommt drauf an. Es ist echt nicht lustig. Nee, es ist echt nicht lustig. Also man braucht erstens mal Geld, ne? Und das ist ja schon mal schwierig. Also Geld zu finden, Geld zu haben, ja, für die Musik. Also das muss man sich leisten können heutzutage. Das ist so wie ein bisschen so wie Kinder. Ne? Kinder kann man sich auch leisten oder man kann sie sich nicht leisten momentan. Ja, aber es geht immer einen Weg. Wenn man Kinder haben will, dann findet man einen Weg. Wirklich? Möchtest du Kinder haben? Ja. Jetzt so? Warum nicht? Wie würdest du loslegen? Ja, nicht sofort, aber schon, ja. Weil dann ändert sich ja das komplette Leben. Ich sehe es ja jetzt bei mir, also ich bin jetzt 35. Hast du Kinder? Und ich habe keine Kinder. Okay. Ich habe 3 Katzen und eine liebe Freundin, Partnerin, mit der ich seit 10 Jahren zusammenlebe. Ja. Und ich sehe es halt jetzt, wenn man jetzt Kinder... ein Kind kommt und dann ist man fremdgesteuert. Also so sagen es meine Leute, die ich kenne, Freunde, die jetzt Kinder bekommen. Du hast keine Zeit mehr, du bist einfach nur noch quasi verantwortlich für ein anderes Lebewesen. Du hast ein kleines Ding, der deine DNA weiterträgt. Ja, das ist natürlich toll. Verstehst du? Das ist ein wie sagt man, ein... Du hast jemanden, der deine Augen hat und jemanden, der die Augen oder das was anderes von deiner Freundin hat. Das war eine Hoffnung, ja, ein Hoffnungsträger, sozusagen. Eine Mischung. Ich finde das eine sehr schöne Idee, ja, eine kleine Mischung zu haben von euch beide, wenn ihr euch liebt. Ja. Ja, nur der Punkt ist halt, es ist halt auch einfach, es ist halt einfach dann so, dass einfach mal die nächsten 10, 15 Jahre klar ist, okay, das ist jetzt mal so, ne? Es kommt darauf an, schau, die Meryl Streep ist eine der besten Schauspielerinnen der Welt und sie hat 4 Töchter. 4 Töchter, sag ich mal. Ja? 4 Töchter. Sicher sind da Babysitter auch involved, Babysitterings, aber... Ja eben, wenn du dir das eben, möglich, deswegen sage ich dir, also wenn du dir das leisten kannst natürlich. Ich meine, die Meryl Streep verdient es auch nicht so schlecht, ne? Ja, aber damals, ich bin mir sicher, sie waren am Anfang ihrer Karriere. Mhm. Ja, weil ihr Kinder sind jetzt auch erwachsen. Ja, 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 ja. Ja klar, eben, wenn man jung ist, dann geht es noch einfacher, also habe ich so das Gefühl, oder? Ich meine, aber gut, also Musikbusiness ist für mich... Also ich habe dir ja gezeigt, also ich habe gerade dieses Piano-Projekt www.markdicamari.com. Ich spiele dir gern auch nachher noch einen Song vor, wenn du Lust hast. Ja. Also ich habe 2 Alben produziert im letzten Jahr. Also wir 2. Also wie du, genau, sind genau, wir schon genau, zu zweit. Genau. Und ich release die jetzt einfach auf Spotify, weil ich einfach, ich habe weder die Zeit noch die Kraft, noch habe ich, also ich habe schon versucht, Förderungen auch zu beantragen, Musikfonds, SKE-Fonds, abgelehnt. Und dann denke ich mir so, ey Leute, dann... Ich kann jetzt nicht länger warten, weil wenn ich jetzt wieder ein Jahr warte und wieder ein Jahr warte und warte auf das richtige Label und warte auf den richtigen Agenten und warte auf den richtigen Producer, dann denke ich mir so, nee, dann weißt du, ich bin jetzt 35 und jetzt habe ich gerade so ein bisschen angefangen, Tabula Rasa zu machen, also wirklich aufzuräumen, alte Projekte abzuschließen, alles so mal ins Jetzt, dass ich wieder im Jetzt leben kann, weil ich lebe so in der Vergangenheit, weißt du? Mhm. Ich lebe so in diesen alten Sachen und ach, und da hätte ich doch das noch produzieren müssen und das muss noch abgeschlossen werden und dazu habe ich keine Lust. Und wenn ich jetzt denselben Fehler wieder mache, wie ich die letzten 10 Jahre gemacht habe, nämlich wieder warte und ja, ich muss warten, ich muss warten, bis was passiert, bis das große Label anruft. Nee, Universal wird ja nicht anrufen, verstehst du? Mhm. Ich muss jetzt das machen, was möglich ist. Einfach machen. Ja. Genau. Und ich meine, 30 Euro, wir haben so eine tolle, also hier auch Werbung, so,
Pilot Jet heißen die, also Jet Pilot, glaube ich, in Berlin. Das ist ein Vertrieb, ein Online-Vertrieb, so wie DistroKid oder TuneCore. Und die machen das echt spitze. Also die kann ich wirklich, wirklich sehr empfehlen, weil die machen das sehr transparent. Du kriegst wirklich für jeden Song die Abrechnung, du kriegst die Klickszahlen, du kriegst die Weltkarte, wo das gespielt wird und wurde. Und das ist wirklich sehr. DistroKid habe ich am Anfang versucht. Hölle. Kann ich wirklich nur jedem davon abraten, DistroKid Hände weg. TuneCore ist einfach wahnsinnig teuer auch. Und bei RecordChat gibt es so eine gute Mischung. Mhm. Ja, also es funktioniert sehr gut. Das machen wir jetzt auch als Label im Sinne von, wir starten jetzt mal los. Und ich möchte das in Zukunft eben auch mit Gewerbeschein machen. Und eben, wenn du mal Lust hast, eine Single bei uns, einfach weil es auch cool ist. Also ich denke so, ich weiß nicht, wie du denkst, das wäre jetzt meine nächste Frage an dich. Also ich denke mittlerweile so, dass ich immer versuche, sehr viele Leute zu involvieren, auch meine Musik auf viele Kanäle. Zum Beispiel, ich hab mehrere YouTube-Kanäle und habe dann dasselbe Video auf mehreren Kanälen, weil kann ja sein, dass der darüber oder um diese Kurve kommt auf mich und dann sieht er das hier und sieht es vielleicht nicht hier, aber da sieht er das. Und also, desto mehr man sozusagen online verteilt, glaube ich, desto besser. Was sagst du? Wie siehst du das? So ein Online-Marketing, da kenne ich mich zu wenig aus. Mm. Einfach. Ich habe meinen einen YouTube-Channel, wo alles drauf ist, außer die Flöte-Sachen. Das hast du extra. War damals ein anderes Channel, das heißt Flute Fairy oder something like that. Okay. Und ich habe jetzt diesen einen Channel auf Spotify, der ein Artist-Channel ist und alles, was ich hoch. Genau, lade kommt dann oder da. Was sich hochladet, kommt dann drauf. Ja. Und mit welchem Vertrieb arbeitest du? Also über welche Plattform? Ich arbeite über DistroKid. Echt? Ja. Finger. Ich bin eigentlich ziemlich zufrieden, muss ich echt? Sagen. Da kann man auch sehen, die Klicks und alles. Ja, aber es ist einfach, ich habe das jetzt wirklich gesehen. Also ich habe auch ein Album noch über DistroKid laufen und das ist. Da kommt dann auf einmal die Rechnung auch so jedes Jahr, dann so eine Jahresrechnung, 80 Euro, ist wahnsinnig viel. Und wenn ich jetzt hast du diesen für 60 Acts oder so. Genau. Und du hast die Möglichkeit nur für eine oder für zwei nehmen. Ja, und dann aber ein Album, das kostet mich dann irgendwie 80 Euro im Jahr, dass das Album online ist irgendwie so. Im Jahr? Ja. Ja, da gab es keinen besseren Tarif. Und das ist eben viel zu viel, weil eben bei RecordChat in Berlin, und das gefällt mir halt auch, dass das ein Berliner Vertrieb ist, also es ist wirklich ein Online-Vertrieb, einfach wie DistroKid, aber ist alles relativ transparent und eben läuft über Deutschland und ja, Deutschland lobe ich jetzt ausnahmsweise normalerweise nicht so viel, mein Heimatland, aber woher kommst du? Aus Bayern. Bayern, München. München, aus der Gegend, ja. Dann bist du eine Nordösterreicher. Ja, genau. Das habe ich gestern gehört von jemandem, das hat jemand gesagt. Gestern. Das darf man aber nicht zu laut sagen, vor allem wenn das der Bayer hört. Ne? ja, das ist eine riesen Diskussion, ehrlich gesagt, Tünde. Also DistroKid oder RecordChat oder TuneCore. Also das ist hier auch spannend, dass wir drüber reden, weil das interessiert vielleicht auch den einen oder anderen. Mhm. Also und TuneCore ist natürlich eine CD-Baby, gab es mal, gibt halt so mehrere Plattformen. Mhm. Aber ja, also wenn du mal Lust hast, was Neues auszuprobieren, also wie gesagt, RecordChat, da kann ich wirklich gute Erfahrungen auch teilen. Na, erzähl weiter. Also du hast das Studium dann so abgeschlossen, 2018, und wie ging es dann weiter bei dir? Du hast dann gesagt, okay, ich möchte was anderes machen. Ja, ich hab schon während meines Studiums ziemlich viele so Solo-Konzerte angefangen zu spielen. So 5 Jahre vor ich abgeschlossen habe, habe ich angefangen. Vor allem in der Slowakei. Ich komme aus der Slowakei. Mhm. Ich bin ungarisch, aber ich komme aus der Slowakei. Mhm. Und in der Slowakei, da war ich. Habe ich sehr viel gespielt, also mit den Pianisten, mit Gitarristen und so Kammermusik. Und mit Orchestern war ich dann unterwegs immer mit, also ich war auch eigentlich eine Saison in der slowakischen Staatsoper, die erste Solo-Flötistin. Wirklich? Ja.
Ich wollte einfach diese Erfahrung haben, ja, die Open lernen und alles, und das habe ich gehabt und dann habe ich Tschüss gesagt. Okay. Na, weil das, ja, das war für mich nur, ich bin in Wien zu Hause und ich bin ja auch... Ja, aber in Wien gibt es ja auch viele Opernhäuser. Ja, natürlich, aber das ist was anderes. Ja. Warum? Ja, die Wiener Staatsoper, da spielen die Wiener Philharmoniken, ja, und da... Und das wäre keine Adresse für dich gewesen? Ich sehe nicht, viel Möglichkeit, dass ich da reinkomme. Okay, ja. Echt? Nein. Weil? Es ist Konkurrenz, ja, einfach so. Ja, da kommen für die Probespieler Leute, die schon, ich weiß nicht, woanders, in einem großen, sehr berühmten Opernhaus oder Philharmonie lang schon tätig waren. Ja, und von der ganzen Welt. Ja. Und ich habe mich nie fokussiert an, als ich studiert habe, ich habe zum Beispiel nie diese Probestellen geübt. Also gibt diese Probestellen und die Leute üben das 10 Jahre lang, seit dem Anfang. Ja, und ich habe es nie gemacht. Ich hab sie gelernt, nur am Ende meines Studiums, weil ich das musste. Und eigentlich im Orchester zu spielen, so hauptberuflich, war nie mein Traum. Und ich war immer so Freelance unterwegs, und das war okay. Verstehe. Weil ich mit die Radio Symphony Orchestra, also Slowakei in China, ich glaube zweimal, dann war ich mit einem österreichischen Orchester in China einmal, und dann solche, diese nicht fix angestellte Orchester halt. Mhm. Ja. Mhm. Und das war okay. Ja. Und wie war ich ein bisschen auch unterwegs in dieser Mozart-Orchester, im Kursalon, schön, ja, ja, ja. Palais, ach super, ja. Liechtenstein, das ist lustig, und ja, so weiter, ja. Ja. Ja, aber dann irgendwann wirst du mehr haben, vor allem musikalisch mehr. Mhm. Und ich habe meine solche Poplieder immer geschrieben in den Übungsräumen. Mhm. Und die haben mir immer mehr Spaß gemacht als die Scheißklassik. Ja, wirklich. Ja. Und dann habe ich gedacht, wann, wenn nicht jetzt? Mhm. Wann? Mhm. Also jetzt. Mhm. Ja. Also in 2018. Ja. Hast du gestartet dann? Ah, da, nach 2018. Ja, genau. Ich glaube, im Herbst 2018. Da hatte ich so ein erstes Meeting gehabt mit einem Producer. Mhm. Und ich habe da eine Gesangslehrerin ausgesucht. Mhm. Und ich habe angefangen, Gesangsunterricht zu nehmen. Das war eigentlich Stopp Nummer 1. Okay. Eine Gesangslehrerin. Und sie hat mich dann ermutigt, dass ja, es hat Sinn, und ich soll es probieren, und ich soll es machen. Ja. Und seitdem nehme ich Gesangsunterricht. Und das ist so wie eine Therapie. Mhm. Weil wenn man mit der eigenen Stimme arbeitet, da bist du ganz nackt, weißt du? Da kannst du dich nicht hinter einem Instrument verstellen. Ich kenne es, ja. Ja. Und das ist so ein gutes Gefühl. Mm. Und wenn man lernt, wie man... Jeder kann singen. Mm. Jeder hat Stimme. Stimmbänder, ja. Und ich würde es empfehlen, jedem, wenn einfach zu ausprobieren. Ja, ja. Gesangsunterricht nehmen. Klar. Und man kommt auch vieles... Man erfahrt viel, ja, über sich selbst. Ja, ja, genau. Absolut. Ja, ich meine, an dieser Stelle vielleicht kurz Werbung. Es ist so Baywatch Berlin. Technochor, wer Lust hat, zum Technochor zu singen, Tünde, also wenn du auch Lust hast, bei uns mal reinzuschnuppern. Wir starten wieder im September, und wir machen ein Theaterstück mit dem Repertoire der letzten 5 Jahre. Ich habe 5 Jahre lang für den Chor selbst arrangiert und geschrieben. Also Hits wie Gigi D'Agostino, La Mutu Jour oder I Like to Move It, Move It. Is it like a cappella? No Limit. Genau, es ist like a cappella mit Beats, ah, okay, mit Electronics in Playback, also halb Playback. Mm. Und jetzt haben wir das Ganze so als Konzept, die Idee, dass wir ein Theaterstück, einen Abend durch die Musikgeschichte machen mit einem Moderator, Schauspieler, und das soll jetzt im Herbst stattfinden. Das ist der Technochor, also, und im Orchester haben wir immer ein Jahresabschlusskonzert dann mit dem Technochor auch, Technochor und Orchester. Das war letztes Jahr
eben Gigi D'Agostino, L'Amour Toujours für Orchester, arrangiert unglaublich gut. Und wir hatten dann Music for Media und verschiedene Filmmusiken und auch was Eigenes und sogar Auftragswerke für das Orchester direkt komponiert. Und ich habe meine erste Sinfonie dirigiert. Also da dirigiere ich dann das Media Innovation Orchestra und den Technochor. Und das machen wir eigentlich als Jahresabschlusskonzert, jetzt aber als Neujahrskonzert 2022. Hör dir mal an, gibt es als Livestream, kannst du dir mal reinziehen, wenn du Lust und Zeit hast. Gigi D'Agostino. Yes. Fantastisch. Wie wär's, hören wir nochmal ein Lied von dir an, so zur Abwechslung. Das andere, was mir so gut gefällt, war... Nobody Knows? Nobody Knows, genau. Warum gefällt dir das Lied? Naja, also ich muss es jetzt auch nochmal anhören, aber die sind so originell, die Lieder. Danke. Dass ich wirklich, also aus allen Wolken, ich habe es mir heute früh beim Aufstehen angehört und ich bin wirklich aus allen Wolken gefallen. Danke. Weil, also es ist wirklich fantastisch. Dankeschön. Fantastische Musik, pass auf. Ich versuche jetzt hier nochmal. Oh, wow.
da sind wir wieder. Ja, du hast gesagt, in der Slowakei bist du öfters aufgetreten, also auch mit den Pop. Nein, mit dem Pop gar nicht. Mhm. Nur einmal habe ich eigentlich ein Konzert. Hallo? Mhm, hört meins. Mhm. Meins hat gerade einen Hänger. Jetzt geht's wieder. So, ja. Passt. Ja, also in der Slowakei bist du mit solchen. Ich hatte ein Konzert gehabt. Okay. Das war so, dass das war eigentlich ein klassisches Festival. Mhm. Und ich habe dort dieses Festival eröffnet. Aha. Und das Festival ist den ganzen Frühling gegangen. Mhm. Und eine Freundin von mir hätte die Schlusskonzert spielen sollen, mhm, an diesem Festival. Sie ist krank geworden, mhm, und sie hat gesagt, kannst du bitte einspringen? Und das war irgendwie in der Mitte der Slowakei, mhm, eigentlich eine kleine Stadt. Mhm. Und ich habe gesagt, okay, ja. Und ich hab mit denen verhandelt. Mhm. Also ich springe ein, aber ich möchte als Sängerin einspringen. Und mhm, ich kann auch ein bisschen Flöte spielen, weil ich habe, mhm, auch eigentlich Flötenstücke geschrieben. Mhm. Und ein paar, nicht viel, mhm, aber ein paar. Und ich habe denen ein Angebot gemacht, dass ich komme als Sängerin und ich spiele ein bisschen Flöte. Mhm. Und sie haben ja gesagt. Also da, mhm, habe ich eine akustische Show mit meinem Gitarristen damals gemacht. Okay. Und das war wirklich sogar eine kleine TV-Sendung gekommen. Mhm. Das cool. War wirklich, wirklich sehr, sehr schön. Mhm. Aber sonst ist sogar keine klassische Musik bis jetzt. Ja. Mhm. Und? In Wien hatten wir, ja, also im 2019 zwei Shows, kann man sagen, mhm, mit der meine allererste Popmusik, die du jetzt gerade gehört hast. Mhm. Und jetzt ich glaube, das war jetzt April oder Mai, ich bin mir nicht mehr sicher, mhm, wann war da. Aber wir haben ein großes Konzert in Wien gehabt, jetzt, mhm, im Theater Spittelberg. Okay, im Spittelberg, wirklich? Spittelberg-Theater, ja. Wirklich mit alles. Mit Band. Mit Band, mit Streichquartett, mit mein eigenes, natürlich ein eigenes Tontechniker, ein eigenes Lichtmann habe ich gehabt. Super, wie, ja, hast du das alles organisiert und finanziert? Gab es einige Möglichkeiten. Förderungen, oder? Ja, kann man sagen. Ja. Kann man sagen? Also Privatstiftungen, oder was? Privatstiftungen, genau. Ja, du lachst, ja wirklich. Also wie, ich habe ja auch ein bisschen, weißt du, gespart. Ja. Ich habe für Karten was verlangt und geht auch schon. Ein bisschen was eingenommen. Ja, es kam was ein. Wirklich? Ja. Also, weil das würde mich interessieren, also das eben, da wollte ich dich fragen, auch sind deine Songs bei der AKM angemeldet? Natürlich. Und kriegst du da was raus? Ich habe beim AKM zweimal was rausbekommen, als ich glaube, ich habe in Guten Morgen Österreich mal, mhm, gesungen. Und dann war eine von meinen Lieder einmal in diesem Programm auf dem TV-Sendung. Ja, genau, in ORF war ich ein paar Mal, mhm, schon. Cool. Da gab es irgendeine Portrait-Sendung, mhm, für mich, für die slowakische Österreicher, oder wie, mhm, man das, mhm, Community, ja. Genau, da gibt es immer, ich habe jede zwei Wochen oder jede Woche, jetzt bin ich nicht mehr sicher, mhm, gibt es so eine Sendung für die Slowaken hier, mhm, auf Deutsch, aber, mhm, ja, und da war ich immer dabei. Mhm. Ja. Ja, da kriegt man natürlich nicht viel raus, aber immerhin so ein bisschen, also, und eben diese Bürokratie hinter dem eben Songwriter sein und Musiker sein und sich selbst vermarkten und dann auch schauen, dass eben Geld reinkommt, ist halt tatsächlich durch Konzerte die einzige Chance. Ich muss jetzt nachher, wenn ich heim ins Büro gehe, auch AKM anrufen oder habe schon E-Mail geschrieben letzte Woche, die haben wieder, ich habe letztes Jahr, glaube ich, wahnsinnig viel aufgeführt, eben Kabarett, Piano, Ding, Ding, Ding. Und die haben das irgendwie nicht abgerechnet. Und jetzt muss ich anrufen und sagen, hallo, ich habe irgendwie 5 Euro bekommen. Also das kann irgendwie nicht stimmen, ja. Weil sie haben mir sogar die Rechnungen für die Veranstaltung, weil ich teilweise selbst der Veranstalter war. Dann muss ich ja anmelden, muss dann selbst für meine Veranstaltung Geld zahlen in, ja, den AKM-Topf. Ja. Damit ich dann wieder was zurückbekomme, vielleicht. Ja, also du solltest das zurückbekommen eigentlich. Ja, ja, eigentlich ja, also, aber halt auch nur einen Prozentsatz, ne? Nicht das Ganze. Mhm. Also das ist schon ziemlich verrückt, dieses ganze
Geplänkel und dieses Spiel, und es macht mich auch so, ehrlich gesagt, so schon ein bisschen müde auch. Also ich mache das jetzt seit 10 Jahren. Haben Sie noch einen Wunsch? Darf ich noch was für Sie tun? Danke, ich glaube, momentan geht es uns gut am Wasser, gerne. Super, danke. Danke. Du hast eh noch, gell? Ja, ich habe eh noch. Ja. Passt schon. Oder hättest du noch was bestellen nein, wollen? Nein, nein, nein. Die nächste Einladung geht auf dich. Ja. Du hast ja deine Stiftung. Aber hast du mal ein Stipendium oder so bekommen? Ja, oder? Ich habe Stipendien gehabt. Früher? Der Uni. Bei der Uni? Immer. Der Uni. Ich habe immer Stipendien gehabt. Das war unglaublich. Wirklich? Ja. Ich habe einmal ein ganzes Jahr lang, und damals war 600 Euro viel Geld. Jeden Monat 600 Euro bekommen für ein ganzes Jahr. Wow, dann habe ich einmal, viel. Das ist viel, das war mehr als was man im Monat verbraucht hat, eigentlich als Student. Ja. Ja. Und dann habe ich einmal 300 bekommen, den ganzen Jahr lang. Und da gab es solche Special-Stiftungen und Specials. Also ich war ziemlich, ich habe oft Stipendien gehabt, das war super. Aber die Studienbeihilfe habe ich nie gehabt. Studienbeihilfe? Das war für Österreich nur. Froh. Nee, ich habe es auch bekommen. Ja, ja. Warum? Das ist ein mega bürokratischer Aufwand. Auch. Wirklich? Ja, ja. Schlimm. Da muss man dann seine Steuer machen, da muss man alles, da fängt man an, dann in dieses System rein zu gepasst zu werden. Ich weiß nicht, wie stark du schon im Steuersystem drin bist. Ich bin drin, aber... Bist du in der Künstlersozialkasse? Genau, bin dort. Ja, schau, das ist schon mal ein super Schritt. Ja. Das ist ein Bonus. Das ist ein super Bonus. Ja, ja, ja. Das ist genial. Also man muss Danke sagen an den Staat Österreich, ja, dass er so sozial ist. In Deutschland gibt es das auch, die Künstlersozialkasse, aber es ist sehr schwierig, dort reinzukommen. Mhm. Ich habe das jetzt gerade probiert und nicht geschafft. Und dann gibt es auch nur entweder oder. Also wenn dann, du bist in Deutschland in der Kasse oder in Österreich in der Kasse. Mhm. Und das geht bei mir nicht. Also ich muss, wenn dann, in beiden Kassen sein. Mhm. Und dann muss ich jetzt auch mal wieder anrufen und die fragen irgendwie, was da los ist. Das ist halt alles so mega komplex und eben diese ganze Finanzpolitik, Steuern, Abgaben, Finanzamt, das ist halt auch, ich weiß nicht, wie geht's dir dabei? Du bist ja auch dann zwischen zwei Ländern, ne? Slowakei. Und? Ja, ich bin nicht mehr in der Slowakei so offiziell. Du bist nicht mehr so? Ich bin seit vielen Jahren hier offiziell gemeldet. Okay. Ja. Okay. Mein Hauptwohnsitz hier und alles eigentlich. Ja. Krankenversicherung auch hier. Alles. Ja. Ja. Ja, bei mir ist es tatsächlich komplizierter, weil ich habe ja die deutsche Staatsbürgerschaft und bin eigentlich in Deutschland und in Österreich, und dann hat man diese Doppelbesteuerung. Doppelstaatsbesteuerung. Aha. Das heißt, man zahlt nur in einem Land Steuer, was ja auch Sinn macht. Aber das alles mal zu organisieren, dass das dann klar ist, dass dann alle Bescheid wissen, okay, der macht seine Steuer in Österreich, verdient aber auch was in Deutschland. Weil ich. Also dann hast du dieses UID. Genau. Also diese UID-Nummer. Ja, ja. Nee, die habe ich, eine Unternehmens-Identification. Dings habe ich nicht. Hast du nicht? Nee, UID-Nummer. Ah, Watt-Nummer, das wollte ich. Achso. Ja, diese. Okay. Watt. Mhm. Nee. Ich weiß, wenn ich in der Slowakei spiele, ich habe jetzt ein Konzert gehabt vor ein paar Wochen, und die wollten das auch versteuern, und ich habe gesagt, na, ich versteuere das in Österreich. Österreich. Ja. Mhm. Weil ich musste sowieso in Österreich versteuern. Mhm. Und ich versteuere nicht was zweimal. Ja, ja, genau. Das ist dann Blödsinn, ja. Wattnummer und genau, die Fattnummer ist ja sowas Amerikanisches eigentlich. Mhm. Und die UID-Nummer ist eigentlich nur eine Unternehmens, glaube ich, also wenn man dann Umsatzsteuer zahlt, also wenn man ein Unternehmen ist, so wie meine Agentur, oder wenn du sagst, dein Bandprojekt soll jetzt ein Unternehmen sein, dann macht das Sinn, dass man dann Umsatzsteuer auch abschreibt. Aber so weit sind wir noch nicht. Also ich überlege es jetzt, aber dieses Jahr glaube ich nicht, dass ich es schaffe. Vielleicht nächstes Jahr, dass ich mal anfange, dann muss man ja auch die UST, 20% UST zahlen. Vorsteuerabzugsberechtigt ist man dann, und dann kann man quasi immer quartalsmäßig abrechnen. Mhm. Immer alle 3 Monate. Und das wird dann schon mega kompliziert. Brauchst du dann einen Buchhalter, einen Steuerberater, dies alles. Die Liste geht weiter. Die Liste geht lang, ja. Aber es ist halt irgendwie wichtig. Also
dass diese finanziellen Sachen auch alle laufen. Ne? Mhm. Weil ohne Cash no hash, das war ja eigentlich das Thema. Ja? Also das Musikmachen muss man sich leisten können. Ich meine, du hast jetzt 2 Alben produziert, wie viel da Geld geflossen ist, Zeit reingeflossen ist. Stell dir vor, du hast Familie, 2, 3 Kinder, dann geht das alles schon nicht mehr so einfach. Stimmt. Oder? Ja, hast vollkommen recht. Obwohl das erste Album, das war ziemlich, ziemlich low budget. Mm. Ja. Obwohl es hat auch was gekostet, aber damals habe ich eine andere Stiftung gehabt. Ich glaube, man kann alles machen, wenn man kann immer einen Weg finden, wenn man wirklich eine Leidenschaft hat und wenn man wirklich in seine Leidenschaft wirklich glaubt, dann findet man einen Weg, das zu realisieren. Und ja. Und für mich, also ich habe es jetzt wahrgenommen, so wie es ist, dass Musik ist wirklich meine größte Leidenschaft im Leben. Und ich kann mir wirklich nicht vorstellen, was anderes zu machen. Und ich mache, weißt du, in Mitternacht, ich sitze beim Klavier und ich komponierst, ja. Und ich wache auf in der Früh und ich denke über diese Melodie nach, weißt du. Und es macht mich sehr glücklich und ich bin sehr, sehr froh, dass ich das machen darf. Und es ist auch ein Privileg. Natürlich ist es nicht ein leichtes Leben, wenn man, das ist klar, das ist klar von den Anfang an. Jeder, der Musik studiert, ich glaube, sollte es jedem klar sein, dass es nicht ein leichtes Weg ist. Ja. Aber man kann es auch kombinieren. Ich kenne sehr viele Leute, die beides studiert haben, so ein Musikstudium und zum Beispiel Jus. Oder Musikstudium und Mathematik, das war mein Professor, der Dieter Fluri. Er hat ein Doktorat gehabt von Mathematik, stell dir vor. Und ich habe ihn gefragt, warum? Und er hat gesagt, damals, es war mir nicht klar, ob ich das in Musik schaffe. Und wenn ich das nicht schaffe, wollte ich eine zweite Wahl haben. Und er war dann so für diese Wiener Philharmoniker. Wie? Der war Solo für diese Wiener Philharmoniker. Ach so, war er dann doch. 10 Jahre lang Geschäftsführer von der Wiener Philharmoniker. Wahnsinn, ja. Und da gibt es auch ein anderer Flötist, Stefan Tomaschitz, er ist jetzt der, ich glaube, Solo Flötist der Wiener Symphoniker und ich habe zusammen mit ihm studiert in Graz und er hat auch ein anderes Studium gehabt. Ich weiß nicht, ob er das fertig gemacht hat, ich glaube nicht, dass er das fertig gemacht hat, aber er hat irgendwas anderes auch studiert, so als irgendwas Normales. Und tatsächlich hat er das geschafft, in eine sehr, sehr, sehr gute Orchester dann wirklich reinzukommen. Und er hat mir damals erzählt, ich erinnere mich, was ist sein Traum, und sein Traum war Piccolo zu spielen in diesem Orchester. Das war sein Traum. Und jetzt ist er Solo-Flötist. Ja. Der spielt auch Piccolo dann? Na, also so. Vielleicht spielt er auch, ne? Aber es ist was mehr als Piccolo. Also es ist noch mehr. Es ist mehr, ja. Und ich finde das... Man kann alles machen im Leben, wenn man das wirklich will, weißt du? Du kannst Musik studieren, kannst daneben ein zweites Studium machen, wenn du dir das leisten kannst, zeitlich, du musst nicht arbeiten, dann kannst du das machen, ja? Und wenn es auch schwieriger ist im Leben, dann irgendwie findet man einen Weg, wenn man das wirklich will. Ja? Wenn du irgendwas wirklich willst, du findest deinen Weg. Das ist meine Botschaft. Meine Botschaft. Tindeyaka hier im Podcast Urban Vibes. Das heißt, cool. Wie geht's weiter bei dir? Du hast jetzt ich war gerade jetzt im neuen Studio. Producer am Start. Kann man das so sagen? Ja, man kann das so sagen, ja. Mhm. Schau mal, wie das. Also ich bin soweit sehr, sehr glücklich mit der Musik. Ich bin sehr glücklich, dass er sich nicht in meine kompositorische Sachen reinmischt, dass meine Komposition Integrität behaltet. Ja, wichtig. Ja, ja, dass es wirklich meine Musik ist und meine Gedanken, meine Lieder. Mhm. Also
zuerst, jetzt machen wir ein Release für September, das wird im September veröffentlicht. Und ich bin, also es macht mir sehr glücklich, dieser Song macht mir sehr glücklich. Und die neuen Lieder, weißt du, ich schreibe ständig neue Sachen. Mhm. Ich habe jetzt diese Woche ein neues Lied geschrieben, eineinhalb oder so. Und weißt du, es ist... Das geht dir so von der Hand, ja, vom Herzen. Sehr schnell, manchmal, von der Seele, also wenn ich zum Beispiel in dem Stadion bin, wenn wir jetzt diese Lieder alle aufnehmen würden, dann habe ich diese Platz in meinem Kopf nicht, weißt du. Aber jetzt habe ich, nach den Konzerten habe ich einen Platz gehabt und da kommen Ideen rein. Neues Zeug, ja. Und ich bin immer, du auch sicher, über die neuesten Sachen am... Neue Sachen sind immer besser, weil wir entwickeln uns, ja. Und wir sind dann auch immer, ich bin immer, I'm always excited about new stuff. Also, ich bin sehr, sehr, sehr excited about die Lieder, die ich gerade jetzt schreibe und die gerade jetzt produziert werden. Ja, spannend. Das heißt, da gibt es noch einiges von dir zu hören in Zukunft. Hast du auch wieder vor, das eben so akustisch, also als Band, also da hast du erzählt, Theater am Spittelberg, erzähl nochmal kurz, also das war ein großes Konzert, abendfüllend mit Band, mit eigenem Tontechniker, mit Lichtshow etc. Gibt es da ein Video davon auch? Ja, es gibt eine... Hast du das auf YouTube? Ja, es gibt auf YouTube eine Showrecap. Und auf meinem TikTok-Channel kann man ein paar solche Videos von Handyaufnahmen sehen, die Leute aufgenommen haben. Mhm. Ein paar habe ich draufgegeben auf dem TikTok-Channel. Also ich liebe live zu spielen. Live zu spielen. Sorry. Geht auch. Beides. Und beides macht mir glücklich, auch mit der ganzen Band und auch mit einem Gitarristen. Mhm. Ich kann auch mich selber mit dem Klavier begleiten, aber ich bin nicht die Pianistin. Ja? Also ich kann mich begleiten, aber was man halt so im Studium gelernt hat. Ja. Das, dem Studium aber, sollte... Aber schau dir diese Nägel an. Ach so, mit den Nägeln. Ich kann schon spielen, aber es... Ich kann Flöte spielen. Ich habe ein klassisches Konzert mit. Ich habe gesagt, ich schneide meinen Nägel sicher nicht ab wegen einem Konzert. Sicher nicht. Scheiß drauf. Das sind ja mal emanzipatorische Sitten und Bräuche hier. Urban Vibes Real Talk. Was kann ich dir noch bieten? Also die Slowakei. Ja, wir fahren ja jetzt nach Ungarn zu diesem Festival. Kennst du das? Da gibt es so ein super geiles Festival in Ungarn. Also in 2 Minuten verlänge ich meine Parkstunde. Ja, in 2 Minuten. Genau. Wir fahren zum Balaton, Tünde. Wirklich? Ich möchte zum Balaton. Möchtest du mitkommen? Was hast du zum Balaton? Ozara Festival. Kennst du das? Nein. Das ist so das Burning Man von Ungarn. Fantastisch. Also es muss so geil sein, dass ich das sehen will. Und ist das im Zelten? Nee, es ist Open Air, von 1. bis 7.8. Und Ozora, ja. Und da spielt Beats Antique und Jimmy Tenor. Und ich bin Fan von beiden. Also Beats Antique ist fantastisch. Ich weiß nicht, ob du die kennst, das sind Amerikaner. Die machen so Balkan-Fusion-Sound und Jimmy Tenor ist eher so electric, psychedelic. Und ja, Balaton ist natürlich wow. Du warst wahrscheinlich Ungarn dort. Ist wow. Ungarn ich muss ist sagen, wow, gell? Ungarn, ich war gerade vor einem Monat in Budapest und diese Stadt lebt wie keine andere. Wirklich? Ja, das war ein Polter-Trip von meinen Freundinnen. Ah, okay. Und wir waren die ganze Nacht draußen, wirklich bis in der Früh, bis 5.30 Uhr, ja. Und ich war dann tot. Danach war man tot. Okay, das muss auch mal sein. Aber ja, in Ungarn gibt es solche Thermen, die über Nacht geöffnet sind bis 4 Uhr. Und das war unser Plan, weißt du. Okay. Und dann waren wir zu 5 und der Taxifahrer wollte uns nicht mitnehmen, weil wir waren zu viel. Und dann haben wir zufällig auf der Straße eine Gruppe von slowakischen Jungs getroffen, die auch ein Polterabend waren, also Bachelorabend. Ja. Ja. Und der Typ, der Ungar, eine Freundin ist von der Slowakei gekommen und sie hat denen im Zug getroffen. Mhm. Ja. Und die haben so Spaß gehabt, vielleicht sehen wir uns auf der Straße. Ja, und dann tatsächlich gesehen. Ja.
Das war sehr lustig. Und dann sind wir mit denen irgendwo tanzen gegangen. Ja. Also die Therme, also ich hätte eigentlich lieber in die Therme gegangen. Ich wäre lieber in die Therme gegangen. Ja, also jetzt klar, Sommer, da hat man die Therme eh draußen. Genau. Da braucht man sie nicht mehr so dringend. Ich schaue gerade nur, ob da genau. Na, sehr gut, Hünde. Also, was ich dich noch fragen muss jetzt quasi, um hier nochmal... Ich sage dir, dieses Mikrofonhalter verdient jede... verdient Admiration. Ja, ne? Das ist was... Das ist was super, ein Einzigartiges. Einzigartiges, wirklich, das ist das Wort. Also Chapeau. Chapeau. Thank you. pass auf, ich frage dich noch ein paar einfach Smalltalk-Fragen. Ja, so genau. Zum so zwischendurch. Und zwar, jetzt muss ich sie nur finden. Also ich verlänge meinen Parkschein. Ja. Parkschein verlängern ist immer gut. Wunderbar. Hat's geklappt, super. Nee, warte mal, wo ist das hier? Ich habe so eine Frageliste. Also ich erinnere mich eher an die Fragen. Also was ist dein peinlichster Moment im Studium gewesen? Im Studium? Ja. Weil ich so viele. So richtig peinlich. So richtig peinlich. So, du erinnerst dich noch dran, wie du deine Flöte falsch rum aufgebaut hast und dann. Na, aber ich erinnere mich, ich hatte ein ganz, ganz schlechtes Konzert einmal gehabt. Das war, aber das war nicht so unglaublich peinlich. Ich meine, das war einfach schlecht. peinliches Moment. Puh. Mit deinem Lehrer oder deinem Professor oder so? Keine Ahnung. Da gab es dann schon einen Professor, das war nicht mein Professor, ich wollte mit ihm studieren, aber der hat dann mit mir Flöten angefangen. Und seine Frau war gerade hochschwanger und das war, ich finde das peinlich, ja. Das fand ich sehr peinlich, wenn man sowas macht. Was jetzt? Ja. Dass seine Frau zu Hause schwanger ist mit dem dritten Kind und du flötest voll mit der Studentin. Hast du das nicht verstanden? Nee. Also du hast mit ihm geflirtet? Nein, er hat mit mir geflirtet. Geflirtet? Geflirtet. Ach so, geflirtet. Also das ist wirklich fantastisch, mit dir den Unterschied zwischen Flirten und Flöten festzustellen. Das haben wir jetzt geschafft. Also, und ich hab dann... Ich weiß nicht, ob ich das erzählen sollte. Erzählen. Ich habe ihm dann 2-3 Jahre später, ich wollte mit ihm eigentlich ursprünglich studieren. Er hat mich in seine Klasse aber nicht aufgenommen. Ich habe dann weiter studiert mit meinem Professor. Und ein paar Jahre später waren ich und eine sehr, sehr, sehr gute Freund, mein bester Freund von mir sozusagen, überlege, ob ich seinen Namen sagen sollte. Ein Hafer ist wurscht. Ja, genau. Piep. Nicht der Professorsname. Ja. Ja, wurscht. Und ich war mit meinem sehr guten Freund auf der Kettenstraße unterwegs. Und wir haben philosophiert. Wir philosophieren die ganze Zeit, über das Leben. Ja. Wie schön es anstatt ist zu leben. Zu flöten. Genau, wir philosophieren. Und er hat gesagt, weil da war ich am Anfang meine Gesangsweg, so würde ich das nennen. Und er hat gesagt, du solltest, wie gut ist es, dass den Weg so gegangen ist, wie es gegangen ist, weil sonst wären wir nicht hier, weißt du? Sonst wärst du nicht hier, wo du bist. Und er hat gemeint, wir sollen danken jeden einzelnen Person, die uns abgelehnt hat in der Vergangenheit, weil sonst wären wir nicht dort, richtig, wo wir sind. Ja? Richtig. Und da habe ich gedacht, ja, wir müssen ein Dankeschön schreiben zu diesem Professor, der mich nicht aufgenommen hat damals. Ja? Und dann haben wir einen anonymes Brief geschrieben. Okay. Dankeschön. In den Postkasten rein? In der Universität, ja. Ach so. Also,
Es gibt einige in Wien, das man erfährt nicht wirklich wo. Und dann, weißt du, war ich ein halbes Jahr später mit einem Orchester in China. Mhm. Und da habe ich den... Wieder getroffen? Nein. Ich habe den zweiten Brief schreiben wollen von China. Da bin ich nicht zum Post gegangen. Da war wirklich sehr, sehr stressig. Dann bin ich nach Wien gekommen. Und dann habe ich einen Gig gespielt in STS in Shopping City Süd. Aha. Und da hat der Oliver Kahn Autogrammen gegeben bei den gleichen Veranstaltungen, als ich gesungen habe dort. Okay. Und ich habe eine Signierung von Oliver Kahn für ihn geholt. Und das war der zweite Brief, weißt du. Okay. Und er wusste nicht, wer das ist. Nein. Irgendeine Verehrerin. Und da, genau. Geheim. Also und ich bin nach wie vor sehr dankbar, dass du mich nicht in deiner Klasse, wir sind petto, genommen hast. Und dann kam ein drittes Brief. Und das war die Einladung, habe ich mir meine Persönlichkeit, meine Identität enthüllt. Ach so. Ich hab gesagt, ich habe ihn auf meinen ersten Popkonzert eingeladen. Da war eine Einladung drinnen. Und okay. Und kam er dann? Nein, natürlich nicht. Natürlich. Ja, aber ist egal, ja. Ist egal. Aber es ist eine lustige Geschichte. Aha. Die ist wirklich gut. Sehr gute Geschichte, finde. Voll romantisch. Nein, aber auch voll tief. Also das, was du sagst eben, dass man dankbar sein sollte all den Menschen, die einem dann irgendwie gewissermaßen vielleicht auch teilweise das Leben ein bisschen schwieriger gemacht haben. Oder wenn man das auch damals so begriffen hat, einen Stock zwischen die Füße, sagt man auf Deutsch, oder ein Stock zwischen die Räder, dass man halt irgendwie das nicht als Frustration begreift, sondern als eigentlich im Gegenteil, als totales mentale, also muss man das mental so kategorisieren, dass man damit im Frieden ist und dass man das positiv bewertet. Ja. Ich glaube, alles, also ich glaube, wir können für sehr viele Sachen sehr dankbar sein in unserem Leben. Mhm. Und jede einzelne von uns. Und, und ich bin glücklich, wo ich bin. Natürlich wünsche ich mir, dass jetzt meine Lieder irgendwie rauskommen, endlich mal. Mhm. Und aber ich bin sehr glücklich, wo ich bin. Und wäre alles das in der Vergangenheit nicht passiert, dann schaut den Weg anders. Also kennst du diesen Butterfly-Effekt? Ja, ja. Ja. Verstehe. Hast du es gesehen, das Film? Ja, ich glaube, nicht mehr richtig, nee. Ich glaube, ich habe nur davon gehört, aber den hat mir schon mal jemand empfohlen, ja. Ja. Kann man sich anschauen wahrscheinlich überall, ne? Auf Amazon Prime Netflix, oder ja. Netflix. Ist was für den Winter. Ja, Ho'oponopono erinnert mich noch. Kennst du Ho'oponopono? Mm-mm. Ho'oponopono ist dieses, ich schreibe einen Brief und schmeiße ihn aber nicht in den Briefkasten, sondern ich lese ihn laut vor bei einer Sternennacht oder Vollmond und dann verbrenne ich ihn quasi. Und damit ist auch quasi die Energie draußen und ich habe das sozusagen gelöst. Und das habe ich jetzt im Winter. Ich hatte viele Probleme, dann auch so familiäre Erbschaftsgeschichten und so, wo man sich dann schon so denkt, naja, also weißt du, wie wenn du sagst, eben, das ist jetzt positiv gelaufen, dass ich nicht aufgenommen wurde auf die Universität, habe ich da andere Wege, bin ich gegangen, und bei Erbschaft ist es aber halt wieder schwieriger, ne, weil da ist halt dann schon irgendwie, geht es um viel und nicht nur materielle Werte, sondern auch emotionale Werte, und wenn man dann da Probleme hat, dann da ist es noch schwieriger, seinen Frieden dann damit zu machen und zu sagen, okay, das muss jetzt so sein, weil hätte ich jetzt das alles geerbt, dann hätte ich jetzt auf einmal viel Geld und dann wäre ich auf einmal super arrogant und würde nicht mehr das machen, was ich jetzt machen muss. Vielleicht, weißt du, vielleicht habe ich dann nicht mehr, dann überspringe ich ein paar Schritte. Und die Schritte sind aber wichtig für mich, oder so denke ich es mir halt. Mhm. Aber das ist halt echt extrem hart. Und da sind eigentlich so diese Musikstücke auch entstanden. Vielleicht spiele ich dir jetzt einfach mal eins, so zur Abwechslung.
dann müssten wir nur einfach, dass wir die Mikrofone mal kurz da so hinlegen und dann die Kamera nur drehen und dann spiele ich dir mal ein tragisches Lied vom melancholischen Komponisten hier. Von dir selber? Yes! Ja. Yes! So, die Burschen warten schon, die können kaum erwarten. Gegenseitig, ich weiß nicht, ob die was vorführen. Naja, oh ja, du musst mir auch dann was vorführen, Tünde. Oder den Schachspielern zumindest mal was vorführen. So, die sind ja schon gespannt, die hören uns die ganze Zeit zu und denken sich, ja, die labern. Vielleicht mal kurz stören. Ja, genau, haben wir schon. Danke, Herr Ober. Musiker auf Urlaub. Ihr seid Musiker auf Urlaub. Echt? Was für Musik machst du eben? Ja, improvisierte Geschichten. Ach so, okay. Ja, wir auch eigentlich, oder? In Wahrheit. Also pass auf, hier, geh mal los. Thank you.
Ist ja jetzt nicht so, dass du jetzt leise singst, liebe Tünde. Ja. Gelernt ist gelernt, gell? Was? Einen guten Twang hast du drauf. Also, mein Plan für die Zukunft, also wir sollten auf jeden Fall mal eine Gesangs-Masterclass machen. Was hältst du davon? Was meinst du, Gesangs-Masterclass? Also ich soll jemanden unterrichten? Nee, also ich bin ja Sänger, also okay. Gesangslehrer. Eigentlich. Okay, habe ich nicht gewusst. Habe ich ja studiert eigentlich. Ah, okay, habe ich nicht gewusst, sorry. Macht nichts, also. Ich dachte, du hast Klarinette studiert. Ja, nein, also das habe ich so nebenbei gemacht. Ah, okay. Ja, weil es mir so gefallen hat und weil dann hier dann eben auch. Ich wollte immer Klarinette studieren, aber ich habe das nicht geschafft, die Aufnahmeprüfung zu schaffen. Ja. Vielleicht besser so. Ja, genau, viel besser. Ich bin so froh. Das ist wieder dieser Punkt, hoponopono. Ja. Let go. Und ich habe ja dann Gesang studiert, tatsächlich. Mhm. Und bin auch also klassisch ausgebildet, habe aber natürlich auch Pop-Voice dann irgendwie versucht, mir anzueignen. Nicht so gut wie du, aber ich kenne sehr gute Technik, sage ich mal, Theorien. Ich bin jetzt nicht der Praktiker, verstehst du? Also weil ich mir einfach die Stimme nicht ruinieren möchte, mache ich relativ wenig im Pop, sondern eher Klassik. Mhm. Also ich singe Schubert, Brecht, das ist noch das höchste der Gefühle und jetzt machen wir so vielleicht Comedian Harmonies in Deutschland. Mhm. Eine Produktion, da wollen wir nach Florida, zu Walt Disney. Wirklich? In den Park, ja. Viel Spaß. Ja, das wäre cool. Ja, drück mir die Daumen, dass das klappt. Ich drück dir die Daumen. Morgen habe ich einen Call und ich war schon in Köln und wir haben schon quasi Casting gemacht, aber es war nicht so richtig, die waren nicht so richtig begeistert, deswegen ich weiß nicht genau, ob das klappt. Aber man wird es sehen, also da habe ich nur für dich, also auf meiner Website habe ich dir eh schon geschickt, da gibt es einige von den Livestreams vom letzten Jahr zu sehen. Unter anderem eben, wo ich so klassisch Theater singe oder, genau, gibt dann auch, glaube ich, Schubert, Winterreise-Sachen. Das mache ich jetzt zum Beispiel ganz neu auch elektronisch als Remix. Das ist auch ziemlich cool. Geil. Das ist echt cool. Also das wird dir super gefallen. Das versuche ich jetzt auch relativ schnell rauszudroppen auf Spotify, weil da gibt es ja eh 25 Lieder. Das heißt, da haben wir eh noch viele Lieder zu arbeiten. Also zwei habe ich jetzt gemacht und 23 kommen noch sozusagen. Puh, 23 Lieder, das musst du dir vorstellen, das ist schon echt. Das muss man sich erstmal leisten können. Das
sind viele Lieder. Ja. Ja. Aber das Konzept funktioniert geil, weil da hast du eigentlich nur DJ und Gesang und kannst aber auch Instrumente mit integrieren. Also Dudelsack hatten wir zuletzt, eben bei Krähe, die Krähe. Eine Krähe war mit mir aus der Stadt gezogen. Und dann haben wir so Dudelsack-Spiele. Okay. Voll gut, voll gut. Okay. Also du, deine Musik... Ich komme sehr gerne zum Konzert. Ja, genau. Lass uns was zusammen machen. Das wäre auch cool. Gerne. Wenn du mal wieder ein Konzert hast. Ich habe ja auch eben eine elektronische Partie, wo wir auch, aber auch mit meiner Freundin singe ich so... klassisch, also Pop-Songs. Aber ich möchte mehr Jazz. Weg von der Elektronik irgendwie. Ja. Ich möchte mehr hin live. Zum Live. Genau. Aber so ein Doppelkonzert, das wäre toll. Ja, gerne. Und dann habe ich mir noch gedacht, also eben Song Release, also da könnten wir sicher auch mal drüber reden, ob man nicht dann mal, dann zeige ich dir das, wie das über die Plattform funktioniert oder so. Und ich finde ja, wir sollten dich auf jeden Fall für den Eurovision Song Contest mit der Be my guest. The Rose. Purple Roses. Purple Roses. Das ist das September Single von mir. Die ist super. Das kommt, Das gefällt dir? Ja, super. Wirklich? Ja. Von dem kleinen Ding, das hat dir gefallen. Ja. Ohne Mikrofon, ohne nichts. Ja, das ist mein Song. Danke. Weil Purple Roses ist schon mal, der Titel ist schon mal perfekt. Weißt du, woher das kommt? Nee. Also ich bin verheiratet, ja. Mhm. Und, Was, du bist verheiratet? Ja. Ach so. Aber psch. Aber psch. Darf niemand sagen, psch. Ja. Nein, also mein Ehemann, wenn man das sagen darf, arbeitet sehr viel und hat wenig Zeit. Mhm. Und wenn er Zeit hat, dann bin ich sehr glücklich. Mhm. Und letzte Sommer, da waren wir zu zweit in der Donau schwimmen. Mhm. Und danach sind wir, ich glaube, Mittagessen gegangen, beim Donau irgendwo. Und dann sind wir nach Hause gekommen. Mhm. Und dann haben wir einen Afternoon-Nap gemacht. Er war müde, er war geschlafen. Und in diesem Moment war ich so glücklich, dass wir zusammen waren, irgendwo. Mhm. Und wir waren, also ich habe nicht geschlafen im Bett und ich habe einfach dort neben ihm gelegen. Und ich war so glücklich in diesem Moment. Und ich habe ein Foto gemacht von unseren Händen. Mhm. Und wir hatten gerade eine Bettwäsche mit Purple Roses drauf. Mhm. Und okay. Daher kommt Purple Roses. Purple Roses. Das ist so. Also, was? Mhm. Was? Cool. Also. Oh, das ist so. Purple roses surround me, your love is like a pillow, making me dream. Purple roses surround me, I want nobody else but you and me, surrounded by purple roses. Machst du das Foto sehen? Mhm. Aber nur du, nicht du. Mhm. Machst du das Foto ja, sehen? Ja, natürlich, ja klar. Also, das sage ich jetzt auch nicht nein. Das Foto vom Albumcover, oder? Nein, Foto, was ich gemacht habe damals. Ach so. In diesem Moment. Okay, das dürfen wir jetzt wirklich nicht zeigen. Also, schau, da ist es. Ah. Das ist die Inspiration zu Purple Roses. Okay, das sind wirklich schöne Purple Roses. Mhm. Purple heißt eigentlich Lila. Lila, genau. Okay. Lila, eine Rose. Und wenn du aufmerksam bist, sind die ersten zwei Videos, die ich letztes Jahr veröffentlicht habe, sind Purple Roses drinnen. Mhm. Weil das war schon der Song geschrieben, ich habe gewusst, ich mache diesen Song in der Zukunft. Mhm. Und im Power gibt es Purple Roses in der Krone, die erste Kamera schnitt, die hochgeht. Und beim zweiten Single, also beim Stop Talking, im Musikvideo gibt es auch Purple Roses am Tisch beim Restaurant, wo dieses Video cool ist, ja. Ja, Rosen sind ein tolles Zeichen. Also ich heiße ja zufällig Triantafilo auf Griechisch und Triantafilo heißt die Rose. Hast du griechische Wurzeln? Genau. Ja. Also ich komme ja Markos aus Kos, da siehst du die Insel Kos. Ja? Hier hinten. Du kommst tatsächlich, du kommst von München. Ja, auch. Aber mein Vater kommt von Kos. Wirklich? Du bist ein Grieche? Meine Mutter aus der Gegend von München, ja. Wirklich? Ja. Weißt du, ich habe einen griechischen Onkel. Ach echt? Alle angeheiratet. Aha. Meine Tante hat einen Griechen geheiratet. Ah, okay. Griechen sind so coole Leute. Ja, ja. Das ist wir eine Griechen eigene, sind die Besten. Ja, wir sind, eigene Mentalität. Nee, wir sind die coolsten. Die sind alle verrückt. Ja, total. Ja. Wie ich auch.
Ich bin, genau, ich das bin macht komplett. Jetzt alles mehr Sinn. Also wenn du deinem Onkel bitte liebe Grüße ausrichtest, gib ihm doch bitte diesen Sticker hier, das ist Costa Supermarkidis auf www.supermarkidis.gr. Ich gebe es ihm. Kannst du ihn alle Videos anschauen lassen und er wird mich feiern und ja, Griechenland feiern. Ja, mach ich. Super gut. Ja, passt. Das heißt, genau, also für die Zukunft, also Eurovision Song Contest, das machen wir auf jeden Fall. Und das mit dem Doppelkonzert auch. Und Purple Roses, das sehe ich schon, also der wäre geeignet, glaube ich, für Eurovision Song Contest, weil die lieben ja so Schnulzen. Aber vielleicht auch besser die anderen zwei oder drei, vier Singles, die du schon hast, die passen natürlich auch ganz gut. Danke. Aber würdest du, siehst du sowas als Schritt, also weil eben, weil wir so gesprochen haben, eben so the Pop Queen, ja, also und dann hast du gesagt, ja, Pop Bitch. Ja, Pop Bitch, okay, genau. Das wollte ich jetzt nicht sagen, also gut, dass du es gesagt hast. das war ich ja halt nicht und deswegen hat das erste Projekt nicht funktioniert. Ja, aber ich meine, diese. Aber weißt du, wenn die Leute Branding, die Musik gehört ja. hätten, ich glaube, dass sie würden es lieben. Weil die auch. Musik war wirklich, ich kann dir dann zeigen ja. später. Die war wirklich sehr cool. Die ist wirklich sehr cool. Ja. Nur halt sehr sexuell. Ja. Was? Wieso? Warte, soll ich dir ausspielen? Naja, wir können uns noch einen Song anhören, ja? Nein, wir hören uns das nicht an. Achso, das sind Demos, oder was? Nein, die sind schon richtige Songs. Die sind schon online? Nein, die sind nicht veröffentlicht. Achso, das sind dann so... Ich glaube, diese Songs werden nie veröffentlicht. Vielleicht, falls ich es in der Musikbusiness schaffe, dann vielleicht in 20 Jahren, also ein erstes unveröffentlichtes Album. So Hidden Tapes. Genau. Hidden Tapes mäßig. Okay. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Ja, ich spiele dir das später vor. Ist mega geil, ich sag's dir. Ja, aber willst du es nicht jetzt reinspielen? Nein. Dass wir den Unterschied auch hören, das wäre ja auch interessant für den Podcast. Mm-mm. Nicht? Ist nicht oft draußen immer. Ich darf das nicht veröffentlichen. Also, okay. Ja. Ja, das vielleicht noch zum Abschluss. Also du arbeitest ja schon viel, dann aber schon auch mit Elektronik im Hintergrund und auch eben mit der Stimme wird ja auch schon einiges drüber laufen an Vocodern und Autotune teilweise Autotune auch. Nicht. Autotune also, nicht. Aber es wird schon getuned. Es wird getuned, aber nicht mit Autotune. Mit Autotune. Ja. Weil diese ersten drei, vier Lieder, die der Samuel gemacht hat, da hatten wir wirklich, wirklich minimal Budget. Also das war, ich glaube, Autotune war das Einfachste, da aufzulegen. Aber ich glaube, das war auch ein bisschen da trendy damals. Ja, genau. Vor drei, vier Jahren war es trendy. Ja. Ja. Aber ich glaube, jetzt ist es nicht mehr so trendy. Nee, ja. Naja, wobei, jetzt ist es so richtig Mainstream. Also vorher war es trendy und das haben nicht alle gemacht. Und jetzt ist es ja so richtig Mainstream. Dass glaubst das, du? Ja, das Autotune? Machen im Cloud-Rap. Im ja, Rap, im Hip-Hop. Ja, aber nicht im Bravo. Pop. Nicht Im Pop auch. Also ich glaube schon, dass... Melodyne. Ja, Melodyne ist natürlich ist besser. Anderes, ja. Ist natürlich viel besser, ja. Also ich habe in meinem Electronic-Album haben wir dann viel Autotune noch verwendet, aber auch wirklich rein so für ein bisschen... Effekt. Ja, für einen Effekt und auch teilweise halt wirklich Autokorrektur. Also wir mussten leider meine Freundin ein bisschen korrigieren. Sie ist intonatorisch manchmal irgendwie nicht so ganz drauf, wie das so sein soll. Und dann mussten wir da wirklich Disco-tunen. Und weil wir ja auch Disco-Tuner heißen, also Disco-Tuner habe ich auch was wahrscheinlich dabei, da muss ja dann ein bisschen Tune dabei sein, ne? Wenn wir schon Disco-Tuner heißen. Aber die Idee ist eigentlich, wir tunen die Disco. Also Disco-Tuner bezieht sich jetzt weniger auf uns, sondern auf die Disco, die getuned wird. Und da haben wir letztes Jahr sehr geiles erstes Debütkonzert auch gegeben. Ganz klein und fein im Lockdown. Und da wollen wir auch weiterarbeiten. Das, wenn du dir anhörst, ja? Das würde mich interessieren, wie dir das gefällt. Und da vielleicht können wir da auch Kooperation mal ein Konzert gemeinsam machen. Ja, gerne. Du hast so viele Flyers. Yes, das ist. So viel. Ist voll wichtig. Es kommt und es hört nie auf. Nee, also das ist jetzt aber. Das ist, weißt du, ich kennst du diese Sparkassenwerbung von der ersten Bank? Das war so früher so: Mein Haus, mein Schiff,
mein Auto. Ja, genau. Mein Garten. Also ganz, ganz. Das ist viel hier. Das jetzt. Ist oldschool. Nee, das ist einfach oldschool. Ich bin alt, fuck. Ich bin 35. Na, ich bin nicht voll alt. Na, wenn du dir anschaust, die Kiddies von jetzt, die verstehen die Musik nicht, die wir machen. Die verstehen auch nicht, wie viel Arbeit da drin steckt. Die verstehen auch nicht, wie man also überhaupt Musik machen kann. Ne? Die sitzen ja alle auch mit den neuen Medien, sind die natürlich auch ganz anders unterwegs als wir, eben mit TikTok und so. Das ist ja alles ganz anders. Ah, ich habe einen TikTok-Channel. Ja, hast ich habe auch TikTok-Channel. Ich habe fünf TikTok-Channels. Hast du fünf TikTok-Channels? Ja, ja, klar. Aber das ist, weißt du, ich habe das Gefühl, dass diese Social Media, das ist eine Nebenbeschäftigung. Ja. Also ja, das nimmt sehr viel Zeit weg von uns. Erstens das und zweitens ist es so ein Nebel, es ist so eine Parallelwelt und die geht eben total weg von diesem. Aber schau, andererseits hat sie so viele tolle Vorteile, wenn man bedenkt, dass wir uns jetzt wieder getroffen haben, weil du vor 2 Monaten da irgendwie 10 Euro Facebook geschenkt hast. Mhm. Das ist ja schon witzig. Ja. Oder? Das ist doch perfekt. Ja. Sollte ich öfter machen. Ja, ja, genau. Naja. Ich gehe jetzt nach Hause, schaue eine Werbung. Ja, genau. Nein, ich warte bis September. Ja, ja. Ja, ja, cool, Urban Vibes. Letzte Fragen sind, also wir haben die Frage geklärt mit dem peinlichster Moment im Studium, wo du so lustig die Ho'oponopono-Briefe was du geschrieben hast. Siehst du, das ist eine lustige Geschichte. Ja, die ist echt gut. Das ist peinlich, wenn ich das so sage laut, aber ich fühle mich nicht peinlich. Nein. Ich fühle mich nicht peinlich. Nee, das ist halt quasi, in der Gesellschaft wird sowas als peinlich betrachtet, dass man sowas macht, aber... Ich finde das urlustig, wir haben uns totgelacht, wirklich. Ja. Aber was ist dein Spruch des Tages heute? Spruch des Tages? Ja. Was sind so deine? Das Leben ist schön. Ja. Man muss aufs Ganze gehen. Okay, das ist mein Spruch. Okay. Man muss aufs Ganze gehen. Genau. Boah, das ist schwierig. Das ist nicht mein Spruch, das ist der Spruch von meiner besseren Hälfte. Okay. Aber er hat immer solche Sprüche. Mhm. Aber man muss tatsächlich aufs Ganze gehen und das Leben genießen. Schwierig, oder? Ja. Und was sind deine Game Changer? Was sind so Tools, einfach nur so Gedanken, die du auch hattest so in den letzten Wochen, Monaten vielleicht, wo du sagst, das ist ein Game Changer, das hat mein Leben komplett verändert. Ein Ding, oder? Ja, ein Ding kann das sein, eine App, alles. Ja, es kann alles sein. Es kann, mein Game Changer zum Beispiel ist, was habe ich jetzt? Gartenschlauche, ich habe Gartenschläuche gekauft. Also ein Gartenschlauch ist ein Gamechanger. Also für mich ist ein Gamechanger jetzt, in dieser Periode meines Lebens, dass ich jetzt bewusster esse. Mhm. Ja? Dass ich bin jetzt, ich habe in den vergangenen eineinhalb Jahren sehr viel zugenommen. Ich war, okay, Schluss damit, man nimmt nicht mehr zu, man muss abnehmen. Und ich bin dann tatsächlich zu so einer Ernährungsberatung gegangen und die haben mir so einen Plan gemacht und ich esse eigentlich normal, aber tatsächlich es funktioniert, dass man baut ein Fett ab, wenn man ein bisschen drauf achtet. Wenn man weiß, was man isst und wann und wie. Ja, okay. Also ich koche jetzt sehr viel zu Hause, mache so alle möglichen Gerichte zu Hause. Ja, muss man sich halt auch leisten können. Stell dir vor, du bist irgendwie da am Arbeiten, hast keine Zeit, schnell irgendwie zwischen Tür und Angel, genau. Sandwich, zack, rein. Aber Sandwich ist in okay. Ist in Ordnung, ein Sandwich geht, weißt du? Käsekreiner, hier, da. Käsekreiner, das ist schon McDonald's, ein bisschen mehr. Käsekreiner hat schon mehr Fett drinnen als erlaubt. Diese Käsekreiner habe ich schon lange nicht gehabt. Nein, wir ernähren uns ja vegan seit jetzt fast 2 Jahren und vegetarisch seit 3. Und jetzt wollen wir auch wieder Intervallfasten und solche Sachen wieder. Intervallfasten ist super. Aber super schwierig auch. Aber na, doch. Kannst du 12-12 machen. Das ist auch Intervallfasten. Ja, aber ist nicht leicht. Ist nicht leicht. Gerade bei der Hitze und so ist es leichter. Du musst 12 Stunden am Tag nicht essen einfach. Das ist leicht. Wie schwer ist das? Ja, viel trinken. Du schlafst 8 Stunden am Tag. Ja, ja. Und dann hast du 3 Stunden, die du nicht essen musst. Ach vor dem Schlafen. Das ist nicht viel. Das ist nicht viel. Nein, nein. Das ist easy.
Das ist easy, genau. Das ist easy. Das und dann kannst du diese 12 Stunden verlängern. Immer einen Tag nichts essen. Ach so, wirklich? Einen Tag Ach essen. So, ja, komplett okay. nichts. Wirklich? Nur trinken, ja. Ah, das ist okay, das ist Herausforderung. Das ist Herausforderung. Ja. Oder dann nur Smoothies. Zum Beispiel nur Flüssignahrung. Dann ist es aber auch wieder kritisch. Also was für zu viel Zucker, Fruchtzucker. Schau, wann wird dieses Ding online gehen? Nächstes Jahr vielleicht. Nächstes Jahr? Ja, 2023. Wirklich? Ja, es wird ein bisschen dauern. Okay, das ist eine Retrospektive. Ist eine Retrospektive, ja. Also so haben wir uns das überlegt und im nächsten Podcast überlegen wir dann, wie wir da unsere Erfahrungen mit dem Intervallfasten dann. Alles klar. Ne? So. Nee, also sonst Game Changer und was war das noch? Den Fragenkatalog. Die Botschaft fürs Leben, das hast du ja schon gesagt. Also hast du so eine Botschaft nochmal, wo du sagst, das ist jetzt so deine neue Botschaft fürs Leben? Meine neue Botschaft. Wo du sagst, so, also aufs Essen schauen, okay. Meine Botschaft im Leben momentan ist, treu zu sich selbst. Mhm. Nicht lassen, dass irgendwelche Leute und irgendwelche alte Männer dir irgendwas einreden, was du bist und was du nicht bist. Schrecklich, ja. Wie du dich kleiden sollst oder wie du dich nicht kleiden sollst. Was ja, soll so weit das? Kommt's noch. Ja? So weit kommt's noch. Ja, nee, aber in der Musikbranche und gerade auch wir eben in diesem engen Lehrer-Schüler-Verhältnis auch, eben als Gesangsschülerin oder als Konzertflötistin, du hast es ja auch erlebt, man ist so abhängig von diesem anderen Menschen dann auch, ja, und klar, da entsteht dann ein Workflow und man hofft, dass dann alles gut ist und dass das alles gut geht. Aber es ist so eine intime Geschichte eben, ein Instrument oder die Stimme und die Musik und das alles. Also pff, das ist schon knallhart, oder? Mhm. Schon knallhart. Also mich hat es immer wahnsinnig. 1:29, jetzt müssen wir noch eine Minute aushalten, dann sind wir bei 1:30. Das ist doch mal was. 90 Minuten alles hier. Gute in 2023. Vibes, genau. Hier, wir sind noch im Jahr 2022 im heißen Sommer. Aber ihr könnt schon mein Single Purple Rosie sicher schon hören. Genau. Schaut mal vorbei auf Tindes Kanal. Genau. Unbedingt reinhören. Und ja, danke, Tinde. Dann hören wir vielleicht zum Schluss noch abschließend einen Last Song. Welchen hören wir denn an? Ich glaube, den Freshen, ja. Den Power würde ich gerne hören. Power ja. Okay, hör mal Power. Hör mal Power, ja. Warte, wo ist das Knöpfchen hier? Schau mal. Also, liebe Leute, viel Kraft für 2023 und Power. So schaut's aus. Hier kommt es. Okay. I let you do it, and even though you took me through it, I'm ready.
Urban Vibes.